Hallo ihr Lieben, danke, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe letztens eine ganz, ganz süße Nachricht bekommen und auch natürlich einen Backwunsch, den wir heute gleich machen. Wenn auch du einen Wunsch hast, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn du mir den mitteilen würdest. Entweder du schreibst mir unten in die Kommentarliste oder folgst mir einfach auf Instagram oder Facebook. Also, wir machen heute Croissants oder Hörnchen auch genannt. Für unsere Hörnchen brauchen wir Mehl, Joghurt, Milch, Öl, Prise Salz und Backpulver. Die ganzen Zutaten werden jetzt allesamt vermischt. So, die mixen wir jetzt. Und für die, die keinen Mixer haben, die müssen es halt mit der Hand machen. Also, rein. Deckel drauf. Wir fangen erst mit der kleinsten Stufe an, bis sich das Ganze vermischt hat. Und dann schalten wir einen Gang höher. So, ihr Lieben, nach nicht mal 2 Minuten später sieht unser Teig so aus. Moment. Schön luftig. Der kommt jetzt für 30 Minuten in den Kühlschrank, damit er schön abkühlt. Und dann geht's weiter. Unser schöner Teig sieht jetzt mittlerweile so aus. Wir bestreuen unsere Arbeitsfläche, tun den Teig auf die Arbeitsfläche. Aber zuerst schalten wir den Ofen auf 180 Grad Umluft ein. So, weiter geht's. Tut euch den Teig so ein bisschen so wie ein kleines Quadrat zurecht machen. Und dann rollen wir schön aus. Oh, ist der schön. Yay! So dünn es geht, ausrollen bitte. Den schneiden wir uns so waagrecht in der Mitte durch. Und dann machen wir so kleine Dreiecke. Falls euch der Teig zu dick vorkommt, könnt ihr ihn noch ein bisschen ausrollen. Also schön dünner machen. Dann nehmen wir unser lecker Nutella. Yummy. Und tun so ein kleines Bällchen. Also die Menge könnt ihr selber bestimmen. Tun den hier drauf. Und jetzt drüber schlagen. Drückt den ein bisschen so um die Kugel rum, damit euch das beim Backen nicht ausläuft. Und jetzt schön zu einem Hörnchen drehen. Und das Spitzerl, was da ist, das legt ihr so aufs Backblech, also dass die Spitze quasi da unten ist. Sonst wird euch beim Backen, wenn ihr das so hinlegt, geht die Spitze nach oben und dann fällt das auseinander. Und schön zu einem Hörnchen formen. Das wären unsere Mini-Hörnchen. Also meine sind jetzt Mini-Variante. Ihr könnt sie natürlich auch größer machen. Da habt ihr, das sind jetzt circa 12, 13 Stück. Wenn ihr sie größer macht, ist halt, ist klar, werden halt weniger draus. Aber ich mache die jetzt so mini. Also die Füllung könnt ihr selber entscheiden, was ihr nehmt. Ihr könnt da reinmachen Käse, also diesen Schafskäse, Schinkenkäse, Marmelade, was ihr gerade da habt oder was ihr möchtet. Jetzt nehmen wir uns ein Ei. Bitte nur den Dotter. Ich meine das Eigelb, Dotter. In ein Becher, Glas, egal was ihr gerade da habt. Ein bisschen verquirlen. Und jetzt bestreichen wir unsere Babys. Habt ihr die Oscars gesehen? Habt ihr diesen geilen Channing Tatum gesehen? Wow, Lechts, Schmatz.
Yummy. So, ihr Lieben, die kommen jetzt für 25 Minuten auf 180 Grad Umluft in den Ofen. Aber bitte, ich weiß nicht, wie euer Herd ist, beobachtet sie. Falls sie wirklich anfangen, schon schwarz zu werden oben, also nicht schwarz, so dunkelbraun, dann schaltet lieber einen Gang runter. So sehen sie fertig aus. Man sieht, ich habe es ein bisschen mit der Füllung übertrieben. Das mag ich zu gern. Da laufen sie aus. Also, Entschuldigung, übertreibt es nicht. Okay, das war's wieder für heute. Ich wünsche euch noch eine ganz schöne Woche und genießt dieses traumhaft schöne Wetter. Ein ganz dicker Schmatzer an euch und macht es gut. Eure Annie. Ciao.